Mit dem neuen Modell, dem EV6, hat Kia ein Thema Crossover gut gespielt. Ein kuppelförmig Lind vom Dach, SUV-mäßig formierte Licht in der Radkosten, ganz viel Bodenfreiheit und ein hohes Schöller-Design-Lind. Im Capo präsentiert Kia seine neue Identität, sein neues Logo. Die Lurte vom EV6, die sich auch aus verschiedenen Elementen zusammensetzen, sind dekorativ am runden fischen Design angebracht. Und entgegen dem aktuellen Trend recht groß und nicht getrennt. Und der Seite fällt ein innersten Designlinie ab, die am Deal von der Innenstadt Dierne oben hin eine optische Verbindung zu der Innenstadt Lichtsignatur bringt. Auch von einem schmalen LED-Band über den ganzen innersten Deal riecht. Auch für die nötige Portion Sportlichkeit soll ich einen Dash-Spoiler an einen kleinen Lips und Malen denken. Bei einem kompletten Innersicht von EV6 könnt ihr bald mengen, dass die 4 Meter an der Seeschlange Kia EV6 sportlich und engagiert rüber könnt und die Impression von einem abgebogenen Shootingbrett. Der Kia EV6 bietet am Interieur genug Platz für Mensch und Bagage. Durch seinen Radstand von 2,90 m bietet sich vielleicht mal auch ein Ladevolumen von 490 bis 1300 Liter an. Dazu auch noch ein paar Liter Ladevolumen unter dem Boden von der Mall und plus noch 40 Liter an einer kleinen praktischen Küche unter dem Kapo. Bei der Offroad-Platz am Interieur fällt für und alle die Lüftigkeit auf. Personen von bis zu 2 Meter groß fanden auf den feuchten Sitzen genug Platz und mit viel Möglichkeit kleine Sachen zu verstauen. Die zwei Fischsitze lassen sich auch extrem weit nach Hand lehnen, für wenn sie während dem Aufladen von den Batterien ein kleines Nickerchen will halten. Durch den nach Hand raufhallen Dachlin fällt Platz an den dran nicht so groß aus, ob schon aber zwei Personen von bis zu 1,90 m komfortabel sitzen. Und das vier an Hand auf Sitze, die auf der Basis von recyceltem Plastik aus der Familie von Polyester überzusehen. Wie der Sitze mit Kia gut kein Wunder. Hinter dem Volant passen sich die zwei 12 Zoll E-Kronen auch gut am Bild vom Cockpit ran und vermitteln auch die wichtigsten Infos mit dem entsprechenden System für Online-Informationen. Wobei natürlich die wichtigste Info der Batterieladestand ist, die noch bald alle Kilometer genau umrechnet. Ein Einfahrtbetätigen über Touchscreen lässt auch keine Frohheit abstehen. Den Touchpad unter dem großen E-Kron als Dörbel beleuchtet, wo wir klicken und das Infotainment wird gesteuert. Innen drücken, dann ist die Heizung in der Reihe und das Knäppchen von der Musik geht zum Knäppchen von der Heizung warm kalt erstellen. Zwei kleine Drehräderchen runden noch heute im Menüensemble auf. Auch das aktive Sicherheitsequipment vom EV6 ist schon vom Wirgas gut bestimmt. Zu einem bald kompletten Equipment, Komfort und Sicherheit gehört außerdem ein vergrößertes Navigationssystem sowie Over-the-Air-Funktionen, durch die sich auch nach Notkauf vom Auto Funktionen freischalten lassen. Mittelkonsole vom EV6 mit prägnantem Startknopf als groß erschwirft sozusagen zwischen den zwei Fischen Sitzen. Und dann noch nach einer kleinen Spielerei, die aber zur Sicherheit beim Rechts- oder Linksaufbauen kann beitragen. Als die optische Unterstützung von einer Kamera die Perspektive für ohne Gefahr die Richtung können zu wechseln. Auch der Kia EV6 basiert wie die Hyundai IONIQ 5 auf der Konzern Electric Global Modular Plattform. Das Besondere an dieser technischen Plattform ist, sind Systemarchitektur, die mit doppelter Spannungsanlage schafft. Statt mit 400 Volt, wie üblich bei den Elektroautos, operiert auch Kia mit 800 Volt. Vorteile von dieser hohen Spannungsanlage bestehen zu engem Durchander, dass die Verkabelung mit kleinerem Querschnitt möglich ist. Mit eurem Material, Platz, Kästen und für allem Gewicht spürt. Zum anderen können mit 800 Volt Betriebsspannung extrem hohe Leistung lösen und damit auch in kurzer Zeit für Takkungen abzulösen realisieren. Durch diesen 800 Volt Lötsystem reicht ein EV6 mit kleinem Akku stolz 180 kW, aber im 77,4 kWh Modell sogar 240 kW. Und damit lassen sich ändert eine optimale Bedingung 100 km Autonomie auf 4,5 Minuten nachladen. Und sogar laut Kia an 18 Minuten
eine Autonomie von 10-80%. Allerdings sind die idealen Bedingungen, die echt selten und natürlich nicht in einer entsprechend leistungsfähigen HPC-Seil einem High-Power-Charging möglich sind. Eine weitere Besonderheit ist, dass die Batterie nicht nur mit dem Motor mit Energie versorgt, nur Tesla-Apparaten bis zu einer Leistung von 3,6 kW angetrieben können gehen. Sogar einem anderen Elektroauto kann der EV6 als Stromspender helfen. Unser Kia EV6 mit 125 kW, umgerechnet 170 PS und auf den Hinnensträder angetrieben, beschleunigt an 1,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und hat eine maximale Vitesse von 185 km/h. Nach dem Opladen in einer Ladestation von 230 Volt, 10,5 kW, und das während 6 Stunden, stehen zwischen 380 und 420 km Autonomie am Ecran, wird von denen über 500 km Autonomie am WLTP-Zyklus steck erwechselt. Und der Verbrauch von unserem Testauto wird sich so zwischen 19 und 22 Kilowattstunden auf 100 km angependelt, verbraucht der Kia auch mit 16,6 Kilowattstunden angeht. Aber trotz der Größe vom Gefährt an der Batterie sind das Werte okay. Den EV6 ist ja auch kein Wunderauto am Verbrauch, aber auch kein, den übermäßig Strom frisst. Die Rekuperation lässt sich über die Schaltwippen im Volumen bequem auf verschiedene Stufen verstellen, wenn sie an unserem Test auch einmal bis zu 20 km plus in Autonomie ausgewählt wird, sodass auch One-Pedal-Driving möglich ist. Je nach Laune lassen sich auch drei Vormodusse von Eco bis Sport wählen. Seine Steuerung bietet eine gute Rückmeldung, erfüllt sich durch die starke Kraft vom Volant einfach ein bisschen synthetisch. Auf den Hinnensträder angetrieben und durch seinen langen Radstand lässt sich der EV6 auch kaum aus der Ruhe bringen. Simuliert den ein abrupten Manöver, greift den ESP energisch an, wodurch die Vitesse ungefähr aufgebremst wird und sich immer noch ohne Probleme weiter dirigieren kann.